Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und es ist wieder was Krasses passiert, beziehungsweise es ist schon 200 Jahre her, aber es ist einfach mal ein wildes Gyarados gespawnt. Oh mein Gott! Das war natürlich gar nicht mal so krass, werden jetzt viele sagen, bei denen kommt wahrscheinlich jeden Tag eins, aber das hat mich so an die alten Zeiten erinnert, wo noch alles neu war, wo man losgelaufen ist und man hat plötzlich Schatten in der Nearby-Liste gesehen, man hat die ersten Weiterentwicklungen gesehen, man war so krass gehypt und es ist schon, ich weiß gar nicht wie viel, also das dritte, vierte, fünfte Gyarados, was es bis jetzt wild gab, was ich gesehen habe und gefangen habe, aber ich fand das richtig cool, dass nach all der ganzen Zeit, jetzt wo die neuen Generationen und alles da waren, mal wieder ein wildes Gyarados da war, war auch total aufgeregt, bin dann natürlich hingelaufen, hab das in der Nearby-Liste angeklickt, hab auf dem Weg dahin noch einen Bummels mitgenommen. Dann war ich natürlich sehr schockiert, weil kurz bevor ich dann den Stop erreicht habe, kam auch schon die Meldung, dass das Pokémon geflohen ist. Da habe ich gedacht, okay, bist du umsonst jetzt wieder durch den tiefen Dickichtwald gelaufen. Aber es saß natürlich trotzdem noch da. Ihr wisst, das hat ja immer so einen Cooldown und wenn da die Meldung kommt, habt ihr vielleicht trotzdem noch eine Minute oder so, wenn ihr Glück habt. Und bin dann also angekommen, habe mir das angeschaut. Und dann die Ernüchterung, 42 WP für ein wildes Gyarados. Aber es gibt ja auch Leute, die sammeln Pokémon auf Level 1. Und so ein Hytera oder ein Gyarados, Relaxo, wild gefangen auf Level 1, ist dann trotzdem irgendwas Cooles. Und die Leute freuen sich immer, sowas zu finden. Hab dann also gleich eine gelbe Beere drauf. Im ersten Ball war es auch drin. Und ich fand das einfach richtig cool, dass ich mir dachte, ich packe einfach noch ein bisschen Musik jetzt ins restliche Video und hau euch noch ein paar andere Fänge rein von Weiterentwicklungen oder ein paar richtig saftige Brocken mit vielen WP, die man sich einfach mal gönnen kann. Habt ihr auch schon mal ein wildes Gyarados gefangen oder ein... Ja, was gibt's noch? Hytera sitzt ja auch öfters mal in der Gegend rum, beziehungsweise ist selten, aber habe ich auch schon mehrere wild getroffen. Freut ihr euch auch immer, wenn ihr so einen Brocken irgendwo seht? Freut ihr euch? Dragoran, Relaxo, Hytera, Gyarados, habt ihr auch schon welche davon wild gefangen? Wie viele ungefähr? War da ein richtig hohes dabei? Oder habt ihr auch immer nur so Level 1er? Schreibt's mal in die Kommentare und gönnt euch noch die restlichen Fänge für dieses Video. Nur so als kleines Video mal für zwischendurch gedacht und ich wusste nicht, wie ich die Fänge sonst unterbringen soll. Deswegen habe ich gedacht, schneide ich die hier hinten einfach rein. Könnt ihr euch trotzdem geben. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.